Daumen drücken, Daumen drücken, Daumen drücken. Jawohl! Erstmal durch die Nacht rufen. Ich hab ein Wumpel! Irgendjemand aus so einem Haus wird dann so zurückrufen. Halt die Schnauze, es ist 9:30, du Arsch! Oh. Ein Wurm, ja, das ist eine schöne Beschreibung. Nein, keine Spitznamen. Warum man einen das immer fragen muss, ich finde das so schade. Ich finde das schade, dass man seinem Pokémon nicht irgendwann nach dem Fangen einen Spitznamen geben kann. Das wäre doch toll, falls sich irgendwas ergibt. Ne? Spitzname, ich meine, woher soll ich einen Spitznamen für mein Pokémon wissen, wenn ich es fange? Ist doch unlogisch. Es ist viel interessanter, wenn es eine bestimmte Attacke lernt, ihm daraufhin einen Spitznamen zu geben, zum Beispiel. Oder vielleicht ist es ein Pokémon, was dir ständig Volltreffer macht, wenn du irgendwas Seltenes findest und das dann killt, bevor du es fangen kannst. Dann hast du da einen Grund, warum du ihm einen Spitznamen geben kannst. Irgendwas in der Richtung. Was ich auch schon gesehen habe, sind Pokémon, die besonders anfällig für Vergiftungen sind oder bei Verwirrung sich immer selbst schlagen. Oder auch bei Verwirrung sich niemals selbst schlagen. Hatte ich alles schon in verschiedenen Pokémon-Kämpfen. Verschiedenen Pokémon-Editionen, besser gesagt. Jo. Wir reißen dich in Stücke. Purer Käfer-Heini da. Armer Kerl, du. Donnerzahn-Pfiffchen. Jawoll. Hau weg, das Ding. Blink. Level 6. Gefällt mir jetzt schon. Ja, stell dir vor, also ich meine, du bist, keine Ahnung, von deinem Gesicht und deinem Körperbau her würde ich mal sagen, 7 Jahre alt. Was erwartest du eigentlich? Naja, gut. Oh, jetzt aber. Jawoll! Dich machen wir noch. Ein Gehweiher. Im momentanen Situation kann ich das tatsächlich im Team sogar gebrauchen, aber ich glaube nicht, dass ich trainieren werde, weil ich mag Maske Regen nicht, die Entwicklung. Ja, jetzt hätte ich doch glatt beinahe Donnerzahn eingesetzt, aber wenn ich mich richtig entsinne, ist das ein Wasser-Pokémon. Das ist ein Käfer, ein Wasserkäfer-Pokémon, Käfer-Wasser-Pokémon, was auch immer. Reihenfolge ist wurscht. Level 5, ja, okay, da kann man schon Gekabo einsetzen, das stimmt schon. Das passt schon. Ich muss halt nur vorsichtig sein, dass, weil Gekabo jetzt schon auf Level 10 ist, dass es keine One-Hit-Kills gibt. Giftstachel. Wasserkäfer-Pokémon. Ja, okay, gut. Es hat eine stachelartige Spitze auf dem Schädel und das ist Käfer-Pokémon. Viele Käfer-Pokémon haben Giftstachel, aber trotzdem, es kommt ein bisschen komisch. Ist das überhaupt Giftstachel? Ich habe jetzt gerade zweimal nicht aufgepasst. Dieses Mal schauen wir genau hin. So. Stachelfinale. Interessant. Ist eine neue Attacke, die kenne ich nicht. Gut, werden wir dann gleich sehen, was die drauf hat. Jetzt kommst du erstmal in unser Team rein. Kabamo! Oh, ich glaube, das war ein besonders gut geworfener Ball. Nein? Okay, dann nicht. Hat nur so ausgeschaut. X und Y gab es Schnellwürfe. Oder keine Ahnung, wie auch immer man die nennen will. Da hat der Pokémon der Ball nur zweimal geruckelt, bevor man das Pokémon gefangen hatte. Ja, ist okay. Käferwasser, sage ich doch. Ja, ist gut. Komm, wir wollen jetzt nur noch zwei Sachen machen. Zum einen, jetzt wäre ich beinahe in die nächste Stadt gegangen. Was auch nicht falsch wäre, aber wir machen jetzt zuerst was anderes. Ja, obwohl, die nächste Stadt sollte auch einen Markt haben. Das ist dann das zweite, was wir machen. Pokebälle fangen. Eine Käferattacke, die 30 stark ist. Oh, Giftstachel ist nur 15 stark, deswegen hat es auch so viel abgezogen. Das ist natürlich interessant, jetzt schon eine Käferattacke dabei zu haben. Weil viele Pokémon haben früher keine. Also viele Käfer-Pokémon haben früher keine Käferattacken gelernt. Oder nur sehr wenige. In den ganz allerersten Editionen waren, glaube ich, die einzigen Käferattacken, die es gab, Duo-Nadel, was nur Bibor lernen konnte, und Nadelrakete. Was, glaube ich, so gut wie nur Blitzer lernen konnte, was nicht mal ein Käfer-Pokémon war. Also. Das ist praktisch, weil jetzt haben wir jetzt schon was gegen Unlicht-Pokémon und auch gegen Pflanzen-Pokémon. Lustigerweise das, was momentan unser Team definiert.
Also brauchen wir eventuell doch kein Baumpel. Wir werden sehen. Ich werde mich informieren, ob die Entwicklung von Gewaier irgendwas drauf hat oder nicht. Dann werden wir sehen, ob wir es drin behalten oder nicht. So, ab in die... Verdammt. Ihr müsst mich gehen lassen, Leute. Ich muss in die nächste Stadt, es wird spät. Hier treiben sich schädige Gestalten in der Nacht herum. Erstmal wieder Donnerzahn. Hau weg. Ah, nur die Hälfte. Ja, jetzt setzt der Heuler ein. Jetzt stehe ich da. Weißt du was? Wir wollen keine KP mit Pfiffchen verlieren. Und Gekabo hat sowieso so ein hohes Level. Können wir noch ein bisschen was draufklatschen. Auf geht's, Gekabo. Ja, genau. Setz Heuler ein. Wunderbar. Das gibt mir mehr Entschuldigung dafür, warum ich Absorber einsetze. Muss ich sowieso. Viel zu viele KP schon wieder verloren insgesamt. Jawoll. So gefällt mir das. Erstmal 4 KP zurück. So, jetzt den Kampf gegen diese Person? Wie wär's, wenn du dich umdrehst? Okay. Ja, das stimmt. Du bist ziemlich klein. Ich hatte sehr gehofft, dass das ein Trainer ist. Aber okay. Dann eben nicht. Das ist jetzt wieder ein Trainer, aber mit dem wollen wir uns nicht abgeben. Wir reißen jetzt erstmal hier die Beeren von den Büschen. Nice. Ich frage mich, ob einem hier das Gießen wieder aufgezwungen wird, aber so wie ich das sehe, kann es gut sein, dass wir es nicht gießen müssen, das ganze Zeug. Ich hoffe es zumindest. Wäre schon sehr... Nein, stimmt ja. Die Edition, die hatte... Wir haben halt jetzt erstmal noch nichts zum Gießen. Ah ja. Frühbeeren sammeln ist immer gut. Gibt's hier irgendwas? Nö, ist bloß eine hirnlose Abkürzung. Ich dachte, hier gab's früher mal einen Gegenstand, deswegen eier ich hier gerade so durch die Gegend. Drück dabei die ganze Zeit A, um zu sehen, ob es hier irgendwas Verstecktes gibt, aber da habe ich mich wohl auch geirrt. Schade, schade. Gut, jetzt aber zur... Ich vergaß. Gegen den Scheißkerl müssen wir erst noch kämpfen. Das wird der letzte Kampf für heute. Ich habe keine Lust mehr. Hugo! Oh, Hugo, komm, lass mich in Ruhe. Was willst du eigentlich? Pfiffchen gegen Pfiffchen. Gut, das wäre ein langweiliger Kampf, weil ich wüsste, dass ich gewinnen würde. Viel interessanter ist es jetzt, Gewaier eins. Ach, scheiße, das ist ja noch nicht geheilt. Ihr macht's mir nicht leicht, Jungs. Naja gut, Gewaier sollte ich sowieso noch nicht trainieren, weil ich immer noch nicht weiß, ob ich es behalten will. Ich weiß nur, dass ich Gekabot ziemlich lange im Team behalten werde, deswegen hat das jetzt schon so viele Level vortrainiert. Das hat schon seinen Sinn. Bin mir aber nicht mal sicher, ob ich mit Gekabo bis in die Top 4 reingehen werde. Das weiß ich noch nicht. Wir werden sehen. Ja, Jaula. Okay. Ich frage mich wirklich, was ein Pokémon, wenn es umeinander jault, stärker macht. Das ist nämlich nicht gerade besonders logisch. Gut, bei Wölfen kann ich es verstehen. Das geht ja dann... das ist irgendwie gruselig. Aber das sollte dann eher die Spezialverteidigung des Gegners senken, von der Logik her. Naja... Schön. Sandwirbel. Für den Anfang ist das eine gute Attacke. Ein Schwalbini. Ja, das hätte ich jetzt auch irgendwie gerne. Verdammt. Ja, okay, wir trainieren Pfiffchen. Gerade in der Situation ist es gut, nochmal zu wechseln. Gut, das Schwalbini wird wahrscheinlich nur auf Level 4 sein. Sogar nur auf Level 2. Das ist ja lächerlich. Was glaubst du eigentlich, wer ich bin, ha? Gehst du hier in den Kampf mit einem Level 4 und einem Level 2 Pokémon auf mich los? Ist ja wohl lächerlich. Dum, dum, dum. Ja, das hat der letzte Kumpel hier schon gesagt, der so ausgeschaut hat wie du. Du hast es angesprochen, weil du dachtest, du könntest uns besiegen. Wir schauen anscheinend aus wie die größte Lusche. Gut, mit so einem komischen Bandana. Ich kann es mir vorstellen. Trotzdem, irgendwie doof. Nein, du kämpfst jetzt nicht gegen mich. Verdammt! Ich will doch nur in die nächste Stadt ein paar Pokebälle kaufen! Ja, nein, ich versuche es. Zwei sind mir schon entwischt. Was ne Scheiße. Dein Pokédex-Navi reagiert auf Pokémon... Also warte mal, die Stimme, ja. Dein Pokédex-Navi reagiert auf Pokémon, die sich in der Nähe aufhalten, wenn du den Suchmodus aktivierst. Das ist wahnsinnig praktisch! Ja, ist okay.
Naja, übrigens, wenn ihr nicht wollt, dass ich die Stimmen mache, weil ich das nicht besonders gut kann, sagt es mir bitte. Huch! Oh, hey! Schau mal, Blicklaser! Ja, die sind hübsch. Das ist toll. Kannst du mich jetzt in die Stadt gehen lassen? Es sind nur noch 10 Meter dorthin! Verdammte! Lass mich in Ruhe! Wie heißen diese Pokémon noch gleich? Papinella, oder? Wenn du schon weißt, warum fragst du dann? Am besten schaue ich nachher mal in meinen Pokédex-Navi, nur um sicher zu gehen. Okay, mach das. Da ist auch schon das Ende von Route 102. Ja, ich weiß! Das ging schneller als gedacht. Wenn man Spaß hat, vergeht die Zeit eben wie im Flug. Oh, du blöde Fotze. Lass mich in die Stadt gehen! Wenn man... Sag dir echt, wenn man Spaß hat, vergeht die Zeit wie im Flug. Da sieh nur! Bis nach Blütenburg City ist es nur noch ein Mauzi-Sprung! Echt jetzt? Ein Mauzi-Sprung? Das sagen die so? Ist okay. Blicklaser, dein Vater Norman ist dort der Arenaleiter, stimmt's? Was fragst du mich da? Den habe ich 10 Jahre lang nicht gesehen. Ich kenne die Sau nicht. Wie kommst du da drauf? Ich will ihn unbedingt zum Kampf herausfordern. Aber erst, wenn ich ein bisschen stärker bin. Mach's gut, Blicklaser. Bis bald. Oh ja, echt. Verzieh dich, Alte. Jesus. Die hat ein Mundwerk beieinander, die Frau. Erstmal mit allen sprechen. Ja, ja, ja. Aha, aha. Ja. Komm, du auch. Schenk mir was! Ah. Okay, dann eben nicht. Schenk mir eben nichts. So, müssen wir irgendwas ablegen oder nicht? Habe ich irgendwas dabei, was ich nicht im Team gebrauchen kann? Ja, Wumble hat sich jetzt theoretisch erledigt, weil ich erstmal Gehweiher dabei habe. Mal schauen, was damit läuft. Ball von Level 2 aus trainieren, das dauert einfach zu lang. So, jetzt noch alle Pokémon heilen. Und dann gehen wir noch shoppen. Bevor der Laden zumacht. Es ist kurz vor knapp, nicht wahr? Komm her, du. Supermarkt, du. Ist das der Supermarkt, in dem Jesus arbeitet? Mal schauen. Sieht nicht so aus. So ein Typ mit einer Glatze, der mir was von KP erzählt. So ein Jungspund. Keine Ahnung, was der labert. Und eine Nutte. was? Meine Pokémon sind schwach? Halt die Schnauze. So lockt die Kunden an? Frau hat echt keine Ahnung von ihrem Job. So. Pokebälle! Kommt her zu Papa. 10 Stück. Kablamo. Bei 10 gibt es nämlich einen Premierball dazu. Und... Nein! Und nochmal 10 Stück. Denn wir wollen Premierbälle, die sind hübsch. Wir wollen auch mindestens ein Pokémon mit Premierball fangen. Werden wir mal sehen, wie das dann läuft. So. Ach ja, übrigens. Das Overlay in meinem Let's Play werde ich nicht umgestalten für jedes Pokémon, das ich fange. Nur für Pokémon, bei denen ich mir sicher bin, dass sie im Team bin. Das werde ich dann auch sagen, dass sie im Team erst einmal bleiben. Pfiffchen und Gehweiher werde ich jetzt erstmal wahrscheinlich rein editieren in das Ganze. Aber bin ich mir nicht sicher, ob die lange drin bleiben werden. Mal sehen. Gut, Leute, dann war's das für dieses Mal. Nicht wahr? Und bis zur nächsten Aufnahmesession. Viel Spaß. Servus. Ach, Felix. Ach, verarschen, Felix? Oder? Was? Bist du wieder Detective? Ich hab dich vorhin extra getötet, ne? Was? Weil auf dem Spitz. Nee.